In dieser Einheit möchte ich mit euch heute mit dem Handtuch arbeiten. Ein Handtuch hat jeder zu Hause, ist ein wunderbares Trainingsgerät und dazu brauchen wir aber jetzt zunächst ein bisschen Platz. Und ihr nehmt euer Handtuch. Es kann ein ganz normales Handtuch sein, die Größe ist relativ egal. Nicht zu klein, nicht zu groß und ihr faltet das Handtuch einfach erstmal zusammen, macht das zu so einer kleinen Rolle. Und wir nutzen das auch direkt zu Beginn für eine kleine Mobilisation. Ihr nehmt euer Handtuch, haltet es schon mal so ein bisschen unter Spannung. Also darauf solltet ihr auch während der ganzen Übung achten, dass das Handtuch immer so ganz leicht schon unter Spannung ist. Damit aktivieren wir dann automatisch die Muskeln, die wichtig sind für die Aufrichtung. Gut, ihr stellt euch wieder hüftschmal hin, Knie sind ganz leicht gebeugt und dann atmet zuerst einmal tief ein, nehmt das Handtuch bis nach oben über den Kopf und wieder aus. Noch einmal tief einatmen und wieder ausatmen. Letztes Mal tief ein und wieder aus. Dann beugt ihr ganz leicht die Arme und fangt mal an, das Handtuch ganz leicht um den Kopf herumzukreisen. Ganz kleine Mobilisation für den Schultergürtel und auch mal in die andere Richtung. Das Handtuch in kleinen Bewegungen um den Kopf kreisen lassen. Gut. Und dann nehmt ihr das Handtuch nach vorne, streckt die Arme aus und geht noch einmal hier in die Rotation. Bewegt das Handtuch von rechts nach links. Achtet darauf, dass Knie und Hüfte stabil bleiben und die Bewegung aus dem Oberkörper herauskommt. Machen wir noch drei Stück. Eins. Zwei. Und der letzte, drei. Dann lasst das Handtuch einfach sinken, nehmt das in eine Hand, bringt die Arme nochmal zur Seite und geht hier für den Oberkörper nochmal in eine leichte Seitneigung. Von rechts nach links den Oberkörper bewegen. Auch hier jede Seite noch dreimal. Eins. Zwei. Und drei. Dann geht ihr ganz leicht in die Beugung der Knie, stützt die Hände ruhig nochmal auf dem Oberschenkel ab, mobilisiert noch einmal die Wirbelsäule. Das heißt, ihr beugt und streckt hier im Rücken. Ihr könnt die Atmung dazu nehmen, indem ihr mit der Einatmung den Rücken ganz rund macht und mit der Ausatmung wieder streckt. Einatmen, Rücken runden, ausatmen. Strecken und noch einmal einatmen, Rücken rund, ausatmen, wieder strecken. Und dann ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen und wieder aufrichten. Nehmt euer Handtuch nochmal, kommt aktiv nochmal ins Gehen und zieht die Knie ganz leicht rechts und links bis zum Handtuch rauf. Und dann sind wir auch gleich schon fertig mit dem Aufwärmen und dann geht es an die Kräftigung. Machen wir hier noch sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf und die letzten sechs. Gut, dann lockert euch nochmal etwas aus und wir starten mit dem Kräftigungsteil. Dazu nehmt ihr euer Handtuch. Zeig es nochmal ungefähr schulterbreit, beugt die Arme und ihr führt das Handtuch zunächst erst einmal bis über den Kopf nach oben. Achtet darauf, dass euer Handtuch immer im Sichtfenster bleibt, das heißt nicht zu weit hier überstrecken, sondern das Handtuch sollte immer noch zu sehen sein. Einfach das Handtuch nach oben führen und wieder nach unten. Damit wir jetzt die obere Rückenmuskulatur richtig schön aktivieren, führt ihr das Handtuch nach oben. Und wenn ihr oben seid, zieht ihr das Handtuch aktiv auseinander und löst die Spannung wieder. Das Handtuch aktiv auseinanderziehen und wieder lösen. Um jetzt den Rückenstrecker auch noch mit zu aktivieren, zeige ich euch noch eine zweite Bewegung, die wir gleich dazu kombinieren. Ich zeige es einmal von der Seite. Ihr tippt einfach im Wechsel rechte und linke Fußspitze nach hinten. Der Oberkörper ist dabei ganz leicht vorgeneigt. Und setzt jeweils das rechte und linke Bein zurück.
Das kombinieren wir jetzt mit der Bewegung, die ich euch vorher mit den Armen gezeigt habe. Das heißt, wir bringen das Handtuch nach oben, ziehen das Handtuch auseinander und tippen gleichzeitig immer eine Fußspitze mit zurück. Denkt nochmal dran, auch hier mit der Atmung nochmal zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr das Handtuch auseinanderzieht, ausatmen. Und wenn ihr zurückkommt, wieder einatmen. Ich zeige es nochmal von der Seite. Machen wir hiervon noch 5 Stück. Noch 4. Noch 3. Ziehen. Letzten 2. Und der allerletzte noch einmal. Halten und lösen. Gut. Nehmt das Handtuch kurz zusammen, lockert nochmal die Schultern auf zwischendurch. Die Schultern lasst einfach zurückreisen, nehmt den Oberkörper nochmal ein bisschen mit in die Bewegung. Und dann nehmt ihr euer Handtuch und könnt das mal zusammenknoten, wie so ein Ball. Mein Handtuch ist jetzt relativ lang, kann ich sogar 2 Knoten reinmachen, dass ihr wie so einen kleinen Fußball oder Handball habt. Und den haltet ihr einfach jetzt hier vor eurem Brustkorb und bringt die Handballen an das Handtuch dran. Und die erste Bewegung, die ich euch zeige, ist einfach mit den Füßen. Jetzt tippen wir nicht mehr nach hinten wie gerade, sondern wir tippen einfach seitlich mal auf. Immer im Wechsel, wie vorhin auch, rechts und links. Wir halten das Handtuch hier vor dem Brustkorb. Und jedes Mal, wenn der Fuß zur Seite geht, drücke ich aktiv mit dem Handballen das Handtuch zusammen. Ja, habe hier eine wunderbare Aktivierung der Brustmuskulatur, gebe hier Druck und löse die Spannung wieder, wenn ich das Bein zurücksetze. Wer ein bisschen mehr Herausforderungen haben möchte, der kann natürlich auch das Bein etwas höher anheben. Gleichgewicht wird gleichzeitig mit geschult und weiterhin hier kräftig mit dem Handtuch drücken. Machen wir hiervon noch 5 Stück, die letzten 5, noch 4, auch hier wieder auf die Atmung achten, ausatmen, wenn ihr das Handtuch zusammendrückt, einatmen, wieder zurück. Noch 2 Stück, 1 und wieder lösen, letztes Mal nochmal Druck und wieder lösen. Gut. Bisschen die Schultern wieder auslockern, mobilisieren. Und dann könnt ihr euer Handtuch wieder entknoten. Ich hoffe, der Knoten ist nicht zu fest. Und dann greift ihr für die nächste Übung jetzt nicht mehr von oben, sondern ihr greift das Handtuch einfach von unten. Ja, wie auf so einem Teller. Und ihr bringt die Daumen hier nach außen und führt das Handtuch zunächst einmal bis vor den Bauchnabel und schiebt das Handtuch jetzt nach vorne. Und auch hier, wie bei unserer ersten Übung, wenn ich das Handtuch nach vorne schiebe, zieht mal aktiv hier das Handtuch auseinander und löst die Spannung, wenn ihr das Handtuch wieder zurückführt. Nochmal ziehen. Und damit die Beine auch ein bisschen zu tun haben, bringe ich automatisch hier, wenn ich die Arme nach vorne führe, ein Knie mit nach oben. Wem das zu schwierig ist oder Probleme mit dem Gleichgewicht hat, der kann auch mal nur die Fußspitze hier immer aufsetzen, auf dem Boden, statt das Knie ganz anzuheben. Aber um sein Gleichgewicht ein bisschen zu schulen, gerne das Bein bis nach oben mit anheben. Ich zeige nochmal die andere Möglichkeit, oder nur die Fußspitze auf dem Boden aufsetzen. Und wir machen von der Übung auch nochmal 4 Wiederholungen, letzten 4. Und wieder lösen. 3. Und wieder lösen. Letzten 2. Und lösen. Letzte Wiederholung noch einmal. Und auflockern. Lasst ruhig mal den Oberkörper kurz hängen, schüttelt die Arme aus. Und dann kommt ihr noch mal ganz langsam nach oben. Und ich glaube, 2 Übungen schaffen wir noch. Für die nächste Übung nehmt ihr das Handtuch noch einmal auseinander
Ich zeige die Übung mal von der Seite und die Position bzw. die erste Übung für den Unterkörper ist, dass wir hier eine leichte Kniebeuge gehen. Nochmal dran denken, dass ihr das Gewicht, wenn ihr hier nach hinten geht, mehr auf die Fersen verlagert. Gesäß schiebt nach hinten, Gewicht ist hinten auf den Fersen, Rücken bleibt gerade und der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Nehmt euer Handtuch dazu und bringt das Handtuch bis nach vorne über den Kopf und kommt wieder nach oben. Und schiebt nochmal vor, schiebt das Handtuch ebenfalls weit nach vorne und kommt wieder zurück. Das machen wir noch zweimal und dann bleiben wir unten und dann zeige ich euch noch eine kleine Veränderung dieser Übung. Letztes Mal jetzt nach unten, jetzt bleibt er hier unten und ich ziehe das Handtuch mal aktiv hier in den Nacken und schiebe nach vorne wieder weg. Nochmal hinten in den Nacken ziehen und wieder wegschieben. Ich zeige es nochmal von vorne. In den Nacken schieben und zurück. Das ist anstrengend. Wir machen aber noch 3 Stück und wieder nach vorne. Die letzten 2 und wieder lösen. Letztes Mal noch einmal in den Nacken rein, nach vorne schieben. Die Hände nochmal aufsetzen und dann langsam Wirbel für Wirbel nach oben kommen. Und auflösen. Zum Abschluss eine schöne Übung für die Rumpfmuskulatur. Das kann man auch auf dem Stuhl machen, aber ich zeige euch die zunächst erstmal im Stehen. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, wenn ich Probleme mit dem Gleichgewicht habe, weil wir werden dazu gleich wieder ein Bein heben, dass ich mich vielleicht an die Wand anlehne, um einfach den Körper ein bisschen zu stabilisieren. Also ihr nehmt das Knie einfach hier nochmal im Wechsel mit nach oben. Und dann haltet ihr das Knie und legt euer Handtuch mal oberhalb des Knies auf. Die Arme sind gestreckt und ihr zieht das Handtuch aktiv nach unten in Richtung Boden und gleichzeitig drückt das Knie von unten fest gegen das Handtuch und ihr haltet hier die Spannung. Ganz wichtig, nicht vergessen zu atmen. Ruhig und gleichmäßig weiteratmen. Halten hier noch 4, 3, 2. Und lösen. Jetzt zeige ich euch einmal, wenn ihr einen Schrank in der Nähe habt oder eine Tür, ganz egal, könnt ihr euch auch gerne anlehnen. Bringt auch hier nochmal das Knie nach oben, zieht die Arme lang nach unten, das Handtuch in Richtung Boden und gleichzeitig drückt das Knie von unten gegen das Handtuch und ihr haltet die Spannung noch für 5, 4, 3, 2 und lösen. Super. Einmal auslockern. Die Schultern, die Beine. Und dann nehmt euer Handtuch nochmal zum Abschluss. Bringt es nochmal nach oben. Und zieht euch hier einmal aus dem Rumpf heraus in die Seitneigung. Ja, dehn hier den Bereich für die Wirbelsäule. Bleib hier für 5, 6 Atemzüge und komm langsam wieder zurück zur Mitte. Löst die Bewegung einmal auf, noch einmal einatmen, strecken, mit der Ausatmung auf die andere Seite. Zunächst erstmal die Hüfte fixiert lassen, haltet den Abstand Arme und Kopf immer gleich, also nicht, dass hier ihr nur mit den Armen zieht, sondern die Bewegung kommt aus dem Rumpf raus zur Seite. Auch hier nochmal bleiben. Für 3, 2 und 1. Komm wieder zurück. Lass die Arme sinken. Nehmt das Handtuch noch einmal hinter den Rücken. Dreh mich nochmal um, dann könnt ihr das besser sehen. Zieht die Arme nochmal leicht nach oben und bringt den Oberkörper ganz leicht nach vorne. Die Arme gehen in Richtung Decke. Der Kopf hängt. Auch hier für ein paar Atemzüge bleiben. Und dann ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrichten.
das Handtuch weglegen oder den Schweiß damit abtrocknen und geschafft.